Andreas Groß, im Namen des Max-Frisch-Archivs heiße ich Sie ganz herzlich willkommen an der ETH Zürich. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und heute mit uns über die Initiative für eine Schweiz ohne Armee sprechen werden. Danke Ihnen. Die historische Abstimmung im November 1989 jährt sich nun zum 30. Mal. Und die Abstimmung rührte damals an ein Tabu. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee forderte, die Schweizer Armee abzuschaffen, und hat mit einer Zustimmung von über 1 Million Stimmberechtigten, das sind 35,6%, ein unerwartet hohes Ergebnis erhalten. Sie waren damals einer der Mitbegründer der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee. Möchten Sie uns ein bisschen erzählen über Ihre Motivation? Was hat Sie dazu bewogen, die Abschaffung der Schweizer Armee zu fordern? Das ist natürlich eine Riesenfrage. Und sehr verschiedene, viele Gründe. Das Prinzipielle war, das Unmittelbare war, dass in der Armee sein in der Schweiz, das war für mich ein totales Elend. Also das war die schlimmste Zeit. Meine Frau kann das bezeugen. Ich war immer krank, psychisch krank, schon Wochen vorher. Und dass man sowas machen muss, und dann, ohne dass man irgendeinen Sinn sie erkennt in dieser Armee, in diesem Dienst. Das war das Primäre, das Erste, die Grundlage. Und zweitens natürlich dann aber eben die große Frage, weshalb ist diese Institution so unheimlich wichtig? Verdient sie diese Bedeutung? Kann sie realisieren, was sie verspricht? Und das ist so ein ganz langer Prozess gewesen, der eigentlich angefangen hat, als ich 9 Jahre alt war, habe ich mit meinem Großvater begonnen, über Politik zu reden. Da war der Vietnamkrieg ein zentraler Gegenstand, die Auseinandersetzung über Kriege. Was kann da die Armee, was sollte sie, was kann sie nicht? Einfach die Erkenntnis, dass das ist eine Institution, die Dinge verspricht, die sie nie halten kann. Das heißt, das war ja ursprünglich gedacht, und so wurde ich auch in der Militär so erzogen, dass man den Atomkrieg überleben können muss. Und dass man, ich habe einen AC-Schutz, Atomchemie-Schutz, das war eine Spezialausbildung. Da hat man gelernt, dass man unter den Tisch kriechen muss, wenn die Atombombe explodiert oder so. Dann kam die Erkenntnis, dass die Armee zerstört eigentlich im Frieden, was sie im Krieg nicht verteidigen kann, nämlich das Überleben, dass das Überleben eines Krieges in Europa, wo alles dafür spricht, dass der Krieg eskaliert zu einem Atomkrieg, dass man den nicht überleben kann, sondern dass man den verhindern muss, und dass für die Verhinderung eines Krieges die Armee völlig unsinnig ist, dass sie ehrlich mehr die Verhinderungspotenziale mindert, statt dass sie sie realisiert, dass eine sinnlose Organisation ist. Und dann vielleicht eine mehr noch, dann wie haben wir den Mut gefunden, zu dieser Konsequenz zu kommen. Da spielt eine ganz große Rolle, dass die Schweiz ja seit 90 Jahre lang hat sie darum gestritten, um einen Zivildienst einzuführen, einen Ersatzdienst. Damals, und das wurde nie stattgegeben, man hat dieses Menschenrecht nie in der Schweiz realisiert, vor der Schweiz ohne Armee-Geschichte. Im Gegenteil, es gab 3 Volksinitiativen letztlich in den 70er, 80er Jahren, die das versucht haben, die Einführung des Zivildienstes. Und immer ist diese Diskussion eine Non-Diskussion, eine Nicht-Diskussion über das Wesentliche gewesen, indem die Gegner des Zivildienstes gesagt haben, das macht die Armee kaputt. Und die Befürworter haben gesagt, nein, wir wollen die Armee ja gar nicht kaputt machen, es geht gar nicht um die Armee. Und so hat man aneinander vorbeigesprochen, und dann sind diese Initiativen abgelehnt worden. Und wir haben gedacht, ja, es ist wichtig, dass man mal über das Zentrale, über die Armee spricht, um auch zu zeigen, dass wenn viele Leute
die Armee in Frage stellen, dass es denn dann weniger Grund gibt, den Zivildienst weiter zu versagen. Das heißt also, es gab eine Motivation, also man könnte sagen eine taktische Motivation. Wir wussten natürlich, dass die Armee nicht einfach mit einer Volksinitiative so schnell abgeschafft werden kann. Aber ein gutes Ergebnis führt dazu, dass die offizielle Schweiz dann mindestens den Zivildienst konzidieren muss, dass sie dann kein Argument mehr hat, um den Zivildienst weiterhin zu verweigern. Und so ist auch passiert. Die 36% Ja haben so Eindruck gemacht, dass am Montag nach dieser Abstimmung sofort ein sozialdemokratischer Parlamentarier, sogar der Chef der Sozialdemokratischen Partei, dann die Motion zur Einführung des Zivildienstes im Nationalrat eingereicht hat. Und dann hat es eine Abstimmung gegeben mit über 80% Zustimmung für die Einführung des Zivildienstes, und so dass also diese Kalamität, diese fast obszöne, dieses Defizit wurde mindestens in dieser Beziehung behoben. Das waren vielleicht die drei, meine persönlichen, das ist noch ganz wichtig, es gab ganz viele verschiedene Motivationen. Und wir haben auch unterstrichen, dass es verschiedene, ganz viele Motivationen legitim sind und dass man die auch einbringen sollte in die Diskussion. Das war eine unserer Stärken, dass wir diese vielfältigen Gründe eigentlich zum Ausdruck gebracht haben und dann auch sehr viele Leute deswegen auch so motiviert waren, in der Diskussion sich zu beteiligen und sich zu engagieren. Einer der prominentesten Armeegegner in der Schweizer Öffentlichkeit war sicherlich der Schriftsteller Max Frisch. Er hat große Aufmerksamkeit erregt mit seinem Dienstbüchlein, das 1974 erschienen ist. Inwieweit haben Sie dieses Werk wahrgenommen und inwieweit war es wichtig für Ihre eigene intellektuelle und politische Entwicklung? Also der Max Frisch, sein Dienstbüchlein, das haben wir im Seminar am Historischen Institut der Universität Zürich, wo ich Geschichte studiert habe, vom Frühling oder vom Herbst 72 weg, haben wir das im Seminar diskutiert. Also wir haben eine studentische Veranstaltung gemacht zum Dienstbüchlein und haben den Max Frisch damals auch eingeladen. Ich weiß noch ganz genau, im Gebäude, wo heute die Pro Helvetia ist, am Pfauen, haben wir dieses Kolloquium eigentlich gemacht, mit ihm über das Dienstbüchlein diskutiert. Und das hat mich auch sehr erinnert an die eigene Rekrutenschule oder diese Lehre mit zwei E, dieses ewige Nichtstun. Natürlich bei ihm unter ganz anderen Umständen, aber das war eine unglaubliche Bestätigung oder eine Ermutigung sozusagen, dass einer wie Max Frisch das ganz ähnlich sieht, die Sinnlosigkeit einer militärischen, dieser Existenz in dieser Armee. Und zwar kam dann noch dazu, ich war Jahrgang 52, ich habe an der ganz gleichen Kanone, wurde ich ausgebildet in der Rekrutenschule wie er schon, und er hat schon gemeint, es sei eine alte Kanone aus dem Ersten Weltkrieg und so. Eine fürchterliche Geschichte, weil wenn wir in einer Auseinandersetzung mit dieser Kanone geschossen hätten, dann hätte der sogenannte Feind sofort gewusst, wo er hin. Weil das ist eine Kanone, die früher noch von Rössern gezogen wurde und in der Erde eingebuttelt, und da hätte man sich sofort verraten und da wäre sofort weggeputzt geworden von einem Flugzeug. Eine völlig sinnlose Geschichte. Artillerie oder die Intellektuellen wurden damals in die Artillerie gesteckt und so. Und dieses Dienstbüchlein war ein ganz wesentlicher Beitrag in der Auseinandersetzung oder sagen wir auch in der Emanzipation, auch der persönlichen, von der Armee. Und deshalb habe ich dann auch sehr gefreut. Der Frisch hat dann seinerseits 10 Jahre später versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen, aus einem ganz anderen Grund als der militärische. Damals, 1983, gab es eine Bundesratsersatzwahl,
Und da wurde die Frau Uchtenhagen nicht gewählt als sozialdemokratische Kandidatin. Als erste Frau hätte sie werden sollen im Bundesrat. Und da hat sich der Frisch, wie viele andere, enorm aufgeregt und wollte dann deswegen sogar Mitglied werden der Sozialdemokratischen Partei und wollte im Hinblick auf diese Mitgliedschaft, glaube ich, oder zur Diskussion der Frage, ob er wirklich beitreten sollte, hat er, glaube ich, einem Freund gesagt, er solle versuchen, mit mir Kontakt aufzunehmen, dass ich ihn mal besuchen komme und ihm erzähle, wie es so zu und her geht in der SP. Und wir haben ja damals dann einen Parteitag vorbereitet mit der Idee, die SP sollte aus dem Bundesrat austreten, weil man ihr sozusagen nicht gestattet, jene Kandidatin oder jene Kandidaten reinzubringen, die SP will. Das ist also der Protest gegen die schweizerische Gepflogenheit, dass die anderen Parteien nicht immer den Kandidaten wählen, den die Partei vorschlägt für eine Ersatzwahl, um einen sozialdemokratischen Minister zu ersetzen. Damals war der Richard gestorben und musste ersetzt werden. Und so habe ich den Frisch kennengelernt. Und dann in dieser Zeit, im Frühjahr 1984, das heißt also 2 Jahre, nachdem wir die Schweiz ohne Armee-Gruppe gegründet haben. Und das war die Zeit, wo wir versucht haben, aus einem Haufen von Individuen, aus einer Menge von Sympathisanten eine Gruppe, eine Gemeinschaft zu bilden, die dann eben auch fertig bringt, innerhalb von 18 Monaten 100.000 Unterschriften zu sammeln. Das ist ja, da muss man mehr sein als eine Menge von Menschen, sondern eine Menge von Menschen, die eben zusammenarbeiten kann, die so etwas, eine solche riesen schwierige Aufgabe stemmen kann, würde man heute sagen. Und dann habe ich ihn damals dann auch gefragt, ob er bereit wäre, uns zu unterstützen. Ich habe viele verschiedene berühmte kulturschaffende Intellektuelle da in jener Zeit gefragt, ob sie uns unterstützen. Und der Frisch war dann auch, dankbar oder logisch, weil einerseits wussten wir, dass er eine armeekritische Position hat aus dem Dienstbüchlein, und auf der anderen Seite waren wir mit ihm in Kontakt, weil er seinerseits das Gespräch suchte in Bezug auf sein Engagement innerhalb der Sozialdemokratischen Partei. Sie haben dann 1986 ein Buch mit dem kämpferischen Titel »Unterwegs zu einer Schweiz ohne Armee – Der freie Gang aus der Festung« mit herausgegeben. Es versammelt Beiträge verschiedener Autoren, und darunter befindet sich eben auch Max Frisch. Es gibt Äußerungen über das Milieu der Armee, über die Angst vor der Veränderung in der Schweiz. Und es ist ein Brief abgedruckt, den Max Frisch damals an Sie geschickt hat und aus dem eben doch eine gewisse Skepsis gegenüber Ihrer Initiative spricht. Also das war eine Riesengeschichte. Oder einerseits, es ist sehr wichtig, in diesem Frühjahr 1984, als ich ihn dann kennenlernen durfte, das war die Zeit, wo wir diese Buchidee schon hatten. Und es ging ja mit diesem Buch auch darum, eben der Schweiz zu zeigen, dass wir nicht irgendwie eine anständige Gruppe von irgendwelchen Spinnern sind, sondern eine seriöse Geschichte, weil wir etwas zum Ausdruck bringen, das ganz viele Menschen in der Schweiz auch teilen und denken. Und zwar schon lange. Das ist ja der Punkt. Oder der Frisch und der Dürrmatt haben die Armeegeschichte, die Geschichte der Armee schon so diskutiert in den 50er Jahren, wie wir sie dann in den 80er Jahren diskutiert haben. Und es ging mit diesem Buch darum, das auch den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern deutlich zu machen. Und da habe ich alle Werke von Dürrenmatt und Frisch auf die Armeegeschichte gescannt, würde man heute sagen. Also sowohl die Literatur wie auch die Essays, die politischen Vorträge. Der Frisch hat ja ganz berühmte Vorträge gehalten, ganz entscheidende. Die sind in der Schweiz als Heimat, glaube ich, schön versammelt in diesem Buch. Und ich habe das alles gesucht und alles, was ich über die Armee, die Rolle der Armee in der Schweizer Gesellschaft, die Rolle der Armee im Zweiten Weltkrieg und so weiter,
alles zusammengestellt und das hat je etwa 30 Manuskriptseiten gegeben. Und dann habe ich ihn aber auch gefragt, ob er mir ein Interview machen würde, mit mir ein Interview, ein Gespräch machen würde, dass ich sozusagen aus dieser verschriftlichen Zeugnissen daraus Fragen stellen kann, die dann in die Richtung der Gegenwart gehen und auch ihn dazu bringen, sich mit der Initiatividee auseinanderzusetzen. Dieses Gespräch hat es dann gegeben in der Sonne in Küsnacht, in dieser sehr, sehr schönen Gartenwirtschaft am See, ein Hotel, wo der Goethe auch schon war und so. Und das ist, glaube ich, ein Lieblingsrestaurant von Fritsch gewesen, der früher ja mal in Küsnacht gewohnt hat. Und da waren wir 3 Stunden gesprochen. Und das gab dann 30 Manuskriptseiten von mir, die Abschrift, oder? Und die hat ihm natürlich überhaupt nicht gefallen. Es war auch ein bisschen verwegen von mir, habe ich da gar nicht richtig daran gedacht, dass da wahrscheinlich viele sprachliche Böcke drin sind, die ihn eher erschrecken. Auf jeden Fall, als er dann diesen Text bekommen hat, habe ich zuerst nichts gehört. Und dann plötzlich kam eine Riesenkiste vor die Haustüre von einem Boten von Borolac. Das ist das beste Hotel in Zürich, wo ich noch nie irgendwie in der Nähe war. Und da hat er mir eine Kiste, 12 Flaschen besten Weins geschickt, als Kompensation, als Dank für dieses Interview und als Dank dafür, dass ich verzichte, dieses Gespräch auch irgendwie auch nur abzudrucken oder teilweise abzudrucken in diesem Buch, weil es natürlich sprachlich ungenügend war. Und dann hat er mir dann einen Brief geschrieben und hat zusätzlich zu dieser Kiste Wein, da hat ja die Gesellschaft nicht viel davon, hat er mir 5.000 Franken aber noch geschenkt, für als Druckkostenbeitrag zum Buch, damit das Buch auch erscheinen kann. Und dann noch einen Brief geschrieben, aus dem ich dann so etwas wie ein Vorwort oder dass ich auch diesen Brief durfte ich auch veröffentlichen, im Unterschied zum Gespräch. Und in diesem Brief hat er eben etwas geschrieben, das ich einzigartig finde. Unglaublich, weil es war kein anderer Intellektueller, auch berühmte Leute aus der Schweiz, die waren auch nur annähernd so souverän, weil er hat gesagt, dass er, wenn ihr diese Initiative, er unterschreibe diese Initiative nicht, oder? Das sei schon klar. Da hätte ich mich getäuscht. Man dürfe das nicht, auch trotzdem die ins Büchlein, das so weit gehe er nicht. Und zwar, und vor allem auch, er sei absolut überzeugt, dass diese Abstimmung eine Katastrophe ergebe. Die Schweiz sei unfähig, über die Armee abzustimmen. Die werde darüber abstimmen, ob es Morgarten gegeben hat und ob die Schweiz bei Morgarten sinnvoll oder die alte Eidgenossenschaft sinnvoll agiert hätte. Das sei völlig unmöglich. Die Schweiz sei nicht, er hat mir sogar gesagt, das Schweizer Volk schaffe das nie. Wenn ich die Armee abschaffen wolle, dann müsse ich ihn zum König machen. Und dann könnten wir das machen. Aber da habe ich gesagt, ja, und dann, wenn er dann gestorben sei, was mache ich dann? Da kommt ja vielleicht ein anderer König, der nicht. Das sei für mich keine Lösung, ihn zum König zu machen. Und dann hat er aber noch gesagt, trotzdem begrüße er aber unsere Intention, dass wir vor allem eben die Enttabuisierung der Armee, dass wir die Diskussion suchen. Und diese Diskussion, die sei tatsächlich wichtig. Und er wolle das in dem Sinne unterstützen, dass wir diese Diskussion suchen, indem er auch bereit sei, alles zu tun, damit wir ihm zeigen können, dass seine pessimistische Prognose falsch sei. Das heißt also, er sei bereit, uns zu unterstützen, damit wir es schaffen, ihn zu widerlegen. Und das ist eine unglaubliche Leistung, meiner Meinung nach, das ist eine Souveränität eines Intellektuellen, der sagt, ich helfe dir, mich zu widerlegen. Das ist einzigartig und das hat mich unglaublich beeindruckt. Und das war eine Riesenfreude, dass er einerseits dazu bereit war und er hat dann auch Riesenfreude gehabt. Das ist dann so zwischen nach dem Abgabe der Unterschrift im Herbst 87 der Film von Roman Brodmann, wo er auch vorkam, wo er auch berühmte Szenen sprach, die uns geholfen haben für die Diskussion. Und dann sah er dann so im 89, Anfangs 89 sah er dann,
dass es klappt mit der Diskussion und dass wir daran sind, ihn zu widerlegen. Und das hat ihn so gefreut, dass er dann auch nochmals 150.000 Franken investiert hat, einerseits ins Plakat, das wir sehen, mit seinem Freund Honecker zusammen, und gleichzeitig das Theaterstück als seinen Beitrag zur Vollendung der Diskussion oder zur Kulmination der Debatte, hatte dann sogar etwas gemacht, was wir uns nie erhofft haben, was wir nie geglaubt haben, dass es möglich sei, ein ganzes Drama mit diesem Diskurs zwischen Großvater und dem Jonas über die Armee. Und ich war natürlich noch ein bisschen stolz, dass bei diesem Jonas steckt ja auch, oder in diesem Diskurs steckt ja auch viel drin, was wir miteinander diskutiert haben. Aber das ist unglaublich, also dass wir jemanden gefunden hatten, einer der prominentesten Schweizer Schriftsteller, der sagt, es sei zwar völlig daneben, was wir tun, aber trotzdem sinnvoll und erst recht, er unterstütze uns, damit wir ihm zeigen können, dass er falsch liegt und dass er zu pessimistisch ist. Und das war eine unglaubliche Leistung und auch ein Riesenbeitrag ebenso zur Enttabuisierung der Armee. Das Theaterstück trug den Titel Jonas und sein Veteran. Zuvor erschien bereits ein Text in Buchform unter dem Titel Schweiz ohne Armee, ein Palaver. Es gab das Plakat, das Sie erwähnt haben, das Frisch gemeinsam mit Gottfried Honecker gestaltet hat. Also man kann sagen, es war eine ganze instrumentierte Kultur-Politik-Aktion, die da vollzogen wurde. Frisch trat an Podiumsgesprächen auf. Wie haben Sie das in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Was waren die Reaktionen auch darüber, dass so ein Schriftsteller sich in den Dienst einer politischen Sache stellt? Ja, wir konnten fast nicht glauben, dass das passiert. Also wir waren natürlich positiv überrascht, weil es war nicht konzertiert in dem Sinne, dass wir das alles so vorbesprochen hätten. Er hat das gemacht, ohne uns da zu informieren. Oder er hat einfach, er hat immer zum Ausdruck gebracht, dass ihn freut, wie die Diskussion vorangeht. Ich bin ja so alle halbe Jahre bin ich bei ihm zum Rapport, würde man sagen, in der Armee vorbeigegangen und habe mit ihm, er wollte immer aus direkter Hand, als direkt informiert werden. Aber er hat mir nie gesagt, dass er sich mit dem Gedanken tragen würde, ein Schauspiel oder ein Theaterstück zu schreiben als Beitrag. Die Öffentlichkeit war natürlich, er wusste natürlich um die Sprengkraft oder um die Dynamik, dass sein Engagement auslöst, weil die NZZ, die fühlte sich natürlich bestätigt, die hat immer gewusst, dass das ein vaterlandsloser Geselle sei, der die Armee eben mit Füßen tritt. Also er hat die offizielle Schweiz hat genauso reagiert, wie der Dürrenmatt und er das auch vorausgesehen hatten. Und durch diese Reaktion gab es dann noch mehr diese Dynamik, indem er die Diskussion gepusht hat und die öffentliche Diskussion auch unterstützt hat. Und dadurch, weil das ist etwas, was vielleicht viele, die das nicht erlebt haben, sich gar nicht vorstellen können. Das war wirklich die Utopie des Jahres oder die Idee der Schweiz ohne Armee. Obwohl es an sich keine Utopie war. Die Schweizer verbinden ja Utopie mit Illusion. Und es war keine Illusion, es war eine Idee, die man realisieren könnte. Es muss nicht eine Utopie sein, sondern es ist absolut möglich, die Armee abzuschaffen. Und das war eine unglaubliche Debatte oder Tausende von Diskussionen. Und da hat natürlich der Frisch mit einem Theaterstück hat einen großen Anstoß, eine große Unterstützung für diese Diskussion gemacht und hat das auch so verstanden. Er wollte auch Argumente geben. Er wollte denjenigen, die das vielleicht weniger perfekt konnten, diese Argumentation wie er, denen wollte er helfen.
Und das ist alles picobello, fantastisch aufgegangen. Und für uns war es eine unglaubliche Unterstützung. Wir fühlten uns ermutigt, weil wie auch vom Dürrenmatt, oder er hat das auch, der Roman Brodmann, der Filmemacher, der ja uns unterstützt hat, vielleicht muss ich das noch einfügen, er war ein Fernsehmacher im Schweizer Fernsehen anfangs der 60er Jahre und musste dann das Land verlassen, weil das Fernsehen ihn nicht mehr beschäftigen wollte, nachdem er einen Film gemacht hat über die Kriegsdienstverweigerung in der Schweiz 1962 und ist dann nach Stuttgart ausgewandert und wurde eigentlich einer der großen deutschen Dokumentarfilmer, glaube ich, einer der größten, mit seinem Polizeistaatsbesuch, dieser große Dokumentarfilm über den Besuch der Charles von Persien in Berlin im Frühjahr 67. Und daraus kam dann, hat sich eigentlich die deutsche 68er Bewegung entfaltet, oder es war der Anstoß zu einer großen Auseinandersetzung auch in der Straße und bis zum Tod von einer Studentin, Benno, ohne Sorg. Und er, der Brodmann, hat im 71 schon eine Fiktion geschrieben, eine Schweiz ohne Waffen, und hat die Idee, dass man mit der Volksinitiative die Schweizer Armee in Frage stellen könnte, unter dem Titel eine Schweiz ohne Waffen schon vorweggenommen. Und ich persönlich hatte dieses Buch, aber hat es nie richtig gelesen, und wir sind also ohne Brodmann sozusagen eigenständig auf die Idee gekommen, eine Volksinitiative zur Abschaffung der Armee zu lancieren. Und als er das dann festgestellt hat, dass die Jungsozialisten und dann die Schweizer Ohne Armee-Gruppe das vorgenommen haben, hatte er sofort jede Versammlung, die kleinste Vorbereitungsversammlung, hat er immer mit einer Filmequipe aus Stuttgart dokumentiert. Stuttgart hatte also über die Geschichte der Schweizer Ohne Armee alles Material, was das Schweizer Fernsehen nichts hatte. Die haben uns immer ignoriert, nie ernst genommen, sodass er dann eben ein halbes Jahr, nachdem wir die Unterschriften eingereicht hatten, im Frühjahr 87, kam an der ARD, am ersten deutschen Fernsehen, um 19:45, zur Hauptsendezeit, der Film vom Schlachten der Heiligen Kuh. Er hat eigentlich diesen Titel vom Schlachten der Heiligen Kuh, das war sein Filmprojekt. Und ich behaupte sogar, die offizielle Schweiz hat erst durch diesen Film eigentlich wirklich zur Kenntnis nehmen können oder müssen, was in ihrem Land passiert ist. Sogar die Einreichung der 708.000 Unterschriften in Bern am 12. September 1985 gab zwar eine große News und ein bisschen einen Artikel, aber die offizielle Schweiz hat erst durch den Film an der ARD gemerkt, was passiert ist, und hat dann auch sehr dumm reagiert übrigens. Der Bundesrat genauso falsch reagiert wie der Khomeini in jener Zeit, indem er gemeint hat, die ARD sei ein staatliches Fernsehanstalt, und hat protestiert bei der deutschen Regierung, damals noch in Bonn, über die Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Schweiz durch eine staatliche Institution. Dabei ist die ARD genauso öffentlich-rechtlich, genossenschaftlich wie die Schweizer SRG, also unabhängig vom Staat, nichts mit staatlichem Fernsehen. Und es war dann der erste Film in der Geschichte des schweizerischen Parlaments, der im Parlament diskutiert wurde. Und die offizielle Schweiz hat da keine schlechte Figur gemacht. Und der Brodmann, der hat dann noch auch den Frisch, hat dann nicht nur mit dem Frisch zusammengearbeitet, und die haben wahrscheinlich dann auch miteinander, sind sie auch auf die Idee gekommen zum Schauspiel, weil er miteinander darüber geredet, was man tun könnte, um die Diskussion zu befördern. Er hat dann zum Beispiel auch den Dürrenmatt interviewt für die ARD, weil der 65 wurde damals, zufälligerweise. Und dann hat er den Dürrenmatt so langsam an die Sache angeführt und hat gesagt, ihr Sohn sei ein Kriegsdienstverweiger und jetzt gäbe es da diese Initiative, was er dazu sage. Und dann hat der Dürrenmatt unglaublich in diesem Sessel, hat er gesagt, ja, das wäre ein ungeheurer Akt der Vernunft, die Armee abzuschaffen.
Und das war dann auch ein anderes Riesenzitat. Oder da, und so diese Bereitschaft der zwei wichtigsten, größten Schriftsteller zusammen mit dem Filmemacher, diese Diskussion zu unterstützen und diese Position zu festigen und diesen Gedanken eben damit denkbar zu machen. Ein Gedanke, der frevelhaft war, der vor dem jeder Schweizer musste und jede Schweizerin musste, musste viel Zeit investieren, um überhaupt den Mut zu haben, diesen Gedanken zu denken. Diese Leute, der Frisch und der Dürrmatt, haben diesen Mut, diesen Prozess, dass diese haben uns enorm geholfen, haben ganz vielen Menschen geholfen, diesen Gedanken an sich heranzulassen. Und das da waren wir ihnen ewig dankbar. Und vielleicht konnten wir diese Dankbarkeit in dem Sinne auch zum Ausdruck bringen, dass das Resultat, das Ergebnis der Abstimmung, hat sie dann, alle drei sind ja der 91 gestorben, oder? Der Bodmann, der Frisch und der Dürrenmatt. Und vielleicht ist Ausdruck dieser Dankbarkeit gewesen, dass wir eigentlich ihnen zeigen konnten, dass ihr Wirken, ihr 30-, 40-jähriges Wirken in dieser Gesellschaft viel mehr Spuren in ihrem Sinne hinterlassen hat, als sie selber der Schweiz eigentlich zugetraut haben. Sie waren sich nicht bewusst, dass sie mehr bewirkt haben, als sie gedacht haben. Und das Resultat dieser Diskussion hat ihnen das eigentlich gezeigt. Und da haben wir etwas zurückgegeben, was sie uns und der Sache gegeben hatten. Die Abstimmung von 1989 ist sicher auch ein eindrückliches Beispiel dafür, wie direkte Demokratie vorgefertigte Erwartungen enttäuschen und auf überraschende Weise verändern kann. Wie würden Sie von heute aus zurückblicken auf diese Initiative 89? Welche Veränderung ist dadurch in der Schweiz vielleicht auch passiert? Also der erste Teil Ihrer Frage ist für mich als Spezialist, das ist ja eigentlich mein wissenschaftliches, auch berufliches großes Thema, die direkte Demokratie. Und man kann anhand dieser erfolgreichste Niederlage in der Geschichte der Schweizer Demokratie eben auch zeigen, wo eigentlich der Kern der Macht der direkten Demokratie liegt oder anders gesagt, wie eigentlich die direkte Demokratie, welche Macht die direkte Demokratie dem Bürger und der Bürgerin zugesteht, nämlich die Möglichkeit, die Gesellschaft zur Diskussion einer Frage zu zwingen, die die Gesellschaft nicht haben möchte. Das ist die kommunikative Macht, die in der direkten Demokratie jeder Bürger und jede Bürgerin, über die sie verfügt. Das ist ein unglaubliches Freiheitsmoment, oder? Weil Freiheit heißt ja die Möglichkeit, über die eigene gesellschaftlichen Bedingungen mitgestalten zu können. Und da ist die Voraussetzung einer Veränderung ist die Diskussion. Und die direkte Demokratie, die Volksinitiative, gibt Ihnen das Instrument, die Gesellschaft auch zu einer Diskussion zu zwingen, der sie ausweichen möchte. Weil dieser Diskussion ist die Schweizer Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg ausgewichen. Weil sie hatte ja ein schlechtes Gewissen. Weil sie gab ja vor, die Armee hätte sie wesentlich zum Überleben des Zweiten Weltkrieges verholfen, obwohl wir alle wussten, dass die Armee nur einen ganz kleinen Beitrag zu diesem Überleben geleistet hat. Dass es, wie Dürrenmatt gesagt hat, diese grausame Klugheit der Zusammenarbeit mit allen möglichen, dieses sich nützlich machen allen, auch dem Hitler, sodass er dann kein Interesse mehr hatte, dieses Land überhaupt militärisch anzugreifen. Das war die eigentliche Überlebensstrategie, aber zu der stand man nicht. Man hatte ein schlechtes Gewissen und aus dem schlechten Gewissen, das führte zur Tabuisierung dieser Armee. Und jede Infragestellung der Armee war eben eine
Adresse an das schlechte Gewissen. Und die Schweiz, das hat der Dürrmann auch gesagt, man darf sogar, wenn man, man hat ja, indem man den Krieg verhindert hat oder den Einmarsch der Nazis in der Schweiz verhindert hat, hat man möglicherweise 1 Million Menschen das Leben gerettet, indem im Unterschied zu Dänemark hätte die Schweiz sich gewehrt und dann wären ganz viele Leute gestorben. Und der Dürrmann hat immer gesagt, man darf, wenn man 1 Million Menschen das Leben retten kann, unmoralisch handeln. Man darf sogar lügen, man darf sogar beschissen auf Schweizerdeutsch gesagt. Aber der große Punkt ist, wenn es einem dann gelungen ist, muss man dazu stehen und man muss es zugeben. Und genau diese Leistung hat die Schweiz bis heute nicht aufgebracht. Und dieses Verschweigen des Eigentlichen führte zu diesem schlechten Gewissen und zu dieser Tabuisierung der Armee. Und das ist dann eben die große Leistung dieser Initiative gewesen. Und das kann man sehr schön festmachen. Aufgrund dieser Tabuisierung der Sache durfte man in vielen Restaurants, sagen wir mal, 80-90% der Beizen oder der Restaurants in der Schweiz, wenn einer dort gesagt hat, er sei für die Abschaffung der Armee, dann ist er hinausgeworfen worden. Da gab es keine Toleranz in Bezug auf ein solches Vaterlands, in Bezug auf diese vaterländische Institution. Und heute interessiert das überhaupt gar niemand mehr, ob jetzt Sie oder ich für die Abschaffung der Armee sind. Sie dürfen das überall sagen, werden nicht einmal mehr gehört, wie üblich. Oder? Ob über den Milchpreis oder das letzte Polizeigesetz oder die Verhältnis zu Europa. Es ist eine völlige Banalisierung. Es ist eigentlich etwas Selbstverständliches geworden, dass man über die Armee heute sprechen kann, wie wegen etwas anderes. Und das ist die große Leistung, das ist die große Veränderung. Also ein großer Freiheitsgewinn, weil es weniger Tabus gibt in der schweizerischen Gesellschaft. Das ist das, was wir geleistet haben, obwohl wir verloren haben. Und das wird auch von vielen heute durchaus anerkannt. Oder? Natürlich hat es auch indirekte Früchte getragen, auch materielle Früchte, in dem Sinne eben, wie schon erwähnt, dass dieser Kompromiss, Zivildienst wurde auch als Kompromiss deutlich und dann auch durch das realisiert. Und wir hätten uns natürlich noch gewünscht, dass es noch weitergeht, dass man zum Beispiel auch auf die Flugzeugbeschaffung, die Kampfflugzeuge verzichtet hätte, weil man um sozusagen dieser Einsicht, dass die Armee abgebaut werden muss, dass sie ihren eigentlichen Zweck nicht mehr realisieren kann, dass man da weitergeht in der Kompromissfindung. Aber das ist dann nicht passiert. Dort haben wir sogar eine zweite Volksinitiative lanciert und einen Weltrekord hergestellt in Bezug auf die Unterschriftensammlung. Wir haben damals, das war im Frühjahr 1992, haben wir in einem Monat 500.000 Unterschriften gesammelt. Das konnte nur die Schweizer ohne Armeegruppe, aber aus dieser Verknüpfung, dass wir da die radikalen Abschaffer sind, die Flugzeuge in Frage gestellt haben, hat dann das Militärdepartement mit einem geschickten Public Relations Act, haben sie nachgesagt, jetzt wollen die wieder die Abschaffung wiederholen. Und das hat dann den Kompromiss eigentlich auch wieder verunmöglicht, weil wir waren dann die falsche Adresse. Weil wir sind ja die Radikalen, die abschaffen wollen, und dann billigt man uns keinen Kompromiss zu, oder? Und dann haben sie innerhalb eines Jahres haben sie dann die Stimmung gekehrt und haben dann eine 56% Mehrheit dann wieder überzeugt davon, die F-18, die Kampfflugzeuge zu beschaffen. Wobei damals der Jugoslawienkrieg oder der Krieg in Jugoslawien dann auch wiederum die Angst mobilisiert. Die Schweiz hat dann wieder darauf hingewiesen, dass es Kriege geben könnte ohne Eskalation zum Atomkrieg und dass deshalb die Flugzeuge sinnvoll seien. Aber trotzdem, wir haben die Diskussion weiterführen wollen und weitere Kompromisse erzielen wollen.
Und das ist dann nicht passiert, wobei jetzt unter dem Strich natürlich auch wegen dem Ende des Kalten Krieges man auch sagen darf, dass trotzdem aber heute die Armee nur noch halb so groß ist wie damals oder wie vor 30, 40 Jahren und dass dass wir da sicher für diesen Halbierungsprozess auch einen Beitrag geleistet haben durch die Schweizer Armeedebatte der 80er Jahre. Die Armee ist heute kleiner als früher. Die Abschaffung ist nicht mehr das Tabu, das es einmal war. Und die Armee hat sicherlich auch als Karrierenetzwerk an Bedeutung verloren. Man kann heute in Berufen Karriere machen, für die man früher Offizier sein musste. Würden Sie sagen, jetzt ist alles in Ordnung? Oder ist es immer noch eine Utopie, die Armee ganz abzuschaffen? Sollte man darauf hinwirken? Ja, in Ordnung ist gar nichts, oder? Zwar hat ein Ständerats, ein Zürcher Ständerat eben behauptet, in der Schweiz 98% aller Probleme seien gelöst. Aber es ist natürlich überhaupt nichts in Ordnung, weil wir wollen ja wieder, diese offizielle Schweiz möchte wieder 8 Milliarden ausgeben für neue Kampfflugzeuge und gibt immer noch jedes Jahr fast 10 Milliarden oder über 5 Milliarden Franken aus für die Restarmee, die es noch gibt. Also für mich ist das unnütz hinausgeworfenes Geld. Die Schweizer Armee ist immer noch eine sinnvolle Utopie, wobei ich würde heute präzisieren, die Abschaffung der Wehrpflicht wäre noch wichtiger, weil eine freiwillige Armee, die man zum Beispiel so 10.000 oder 20.000 militärisch ausgebildete Menschen, die das freiwillig möchten, könnte man brauchen, um der UNO als zur Verfügung zu stellen, als Friedenstruppen. Da gäbe es Möglichkeiten, die man besser tun könnte, auch ohne ganze Abschaffung der Armee. Aber im Prinzip ist es immer noch eine sinnvolle Idee. Und der Emanzipationsprozess der Schweiz oder der Schweizerinnen und Schweizer von der Armee ist in dem Sinne noch nicht abgeschlossen. Wobei mir ist vielleicht noch etwas wichtig, und das war, wenn man es genau überlegt, das war eigentlich auch immer der Beitrag, ein zentrales Argument im Argumentarium von Frisch oder die große Frage, weshalb eigentlich so viele Menschen dann bereit waren, diesen Mut aufzubringen, zu dieser Einsicht gekommen sind, dass über die Sinnlosigkeit der Armee, da hat er eigentlich immer sehr schön betont, dass eigentlich so viele Männer, weil sie gezwungen waren, in die Armee zu gehen, konnte man nicht die Armee besser darstellen, als sie ist, weil zu viele sie von innen wirklich gekannt haben, oder? So mit dieser Idee, oder? Sie mussten ja nie, die Schweizer Armee musste nie den Beweis antreten, dass sie schaffen kann, was sie vorgibt, ihre Existenz zu berechtigen, nämlich den Verteidigungsfall. Der einzige Mal seit 200 Jahren war ja der Bürgerkrieg, den zählen wir nicht, und dann die berühmte innere Einsätze gegen Arbeiter, aber es gab nie mehr Kriege. Und hat er immer gesagt, wenn ich nie singen musste, aber behaupte, ich könne singen, lasse ich doch nicht von jemandem sagen, ich dürfe nicht singen, oder? Und diese Betonung, vielleicht war das auch eine gute erkenntnistheoretische Anfang. Viele Schweizer kennen die Armee viel besser, als die Obrigkeit sich bewusst war, und deshalb konnte man sie auch nicht besser verkaufen, als sie ist, weil zu viele sie kannten. Das hat dann auch zum Beispiel dazu geführt, dass die Frauen viel mehr Probleme hatten, zu dieser mutigen Erkenntnis zu kommen, dass sie nichts taugt, weil für sie war sie eine fremde Institution. Wenn ihnen etwas fremd ist, dann sind sie zurückhaltender in der Beurteilung dieser Geschichte.
Und das war so ein Punkt, der der Frisch immer betont hat, oder? Und der kommt auch aus seiner, da kann er anknüpfen in dieser Argumentation an seine eigene Erfahrung, die er zum Beispiel im Dienstbüchlein eben thematisiert hatte. Und das besteht immer noch. Das ist immer noch, diese Einsicht ist eigentlich immer noch ein Potenzial, das realpolitisch noch nicht ausgeschöpft wurde, weil zu viele müssen immer noch etwas tun, von dem sie selber sehr wahrscheinlich genau wissen, dass wozu das hier ist, dass diese Sache das nie realisieren kann. Und in dem Sinne gibt es immer noch eine riesen Kluft zwischen dem Vernünftigen, das man tun sollte, und dem, was getan wird, oder eben andersherum. Diese Milliarden, die da immer noch falsch investiert werden, die könnte man wirklich viel klüger ausgeben, um zum Frieden beizutragen, statt etwas vorzubereiten, das man nicht überleben kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Groß, für das Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke Ihnen sehr.